Ich bin Konzeptkünstler und versuche gerade ein neues Werk vor die Europäische Zentralbank zu stellen, bei dem es um ein großes Nadelöhr geht, durch das ein Kamel hindurchgehen könnte. Und die Verwirklichung von diesem Projekt ist natürlich sehr schwierig. Ich bin da immer noch dabei, mich durchzusetzen. Es geht auch dabei, Leute zu überzeugen, auch sich selber zu überzeugen, weil letztendlich kann es auch gut sein, dass ich selbst da groß in die Kreide rutsche, damit Dinge anzufangen, die dann niemand bezahlt. Also auch da ist das finanzielle Risiko ein Teil des Themas. Also inwiefern ich selbst das Risiko eingehe, arm zu werden, indem ich so ein Projekt selbst finanzierend anfange. Ich will damit vermitteln, auch mir selbst, solche Risiken einzugehen, also für etwas einzustehen, durch etwas hindurchzugehen, an das man glaubt, auch wenn die rationalen Gründe dagegen sprechen. Für mich ist Gnade etwas unheimlich Wichtiges, weil ich immer wieder mich darin auflade, in Gnade leben zu dürfen. Also all die vielen Dinge, die ich mir selbst vornehme und in denen ich auch immer wieder scheitere, weiter betreiben zu dürfen und auch damit das Gefühl zu haben, dass ich in einem gnadenvollen Universum lebe, das macht es für mich nicht nur leichter, sondern auch schön, immer wieder von neuem starten zu können.